Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge in unserem Total War Warhammer 3 Immortal Empires Vampire Counts Playthrough, natürlich mit dem Radius Mod. Wenn ihr in der letzten Folge auch dabei wart, dann habt ihr gesehen, dass wir an der Zwergenfront im Osten im Gebirge sehr gut vorangekommen sind, haben uns da einige wichtige Siedlungen unter Nagel gerissen und haben auch diverse Zwergenarmeen geschreddert. Das lief soweit schon mal alles ganz gut. Haben gleichzeitig noch Krieg angefangen hier mit den komischen Gobos, weil wir halt die Zwergensiedlung haben wollten. Und müssen jetzt aufräumen. Also wir haben jetzt hier noch zwei, drei Zwergenarmeen nach dem Hals, zwei Zwergensiedlungen und das war's dann im Prinzip auch. Dann sind wir da durch mit denen. Im Westen ist der Elfkess geworden, hat uns eine Stadt abgenommen und eine Armee angegriffen. Die Stadt haben wir verloren, die Armee haben wir platt gemacht, aber ein bisschen Verluste gehabt. Und im Moment baue ich gerade hier eine dritte Armee auf und verschiebe zwischen den Armeen Einheiten, um die ausgeglichen zu machen. Das ist so der Stand der Dinge. Wir haben noch ein bisschen Diplomatie gemacht, ein paar Verträge geschlossen. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal, wie der Gegner darauf reagiert. Oh, Vlad wird von zwei Armeen angegriffen. Bin am Überlegen, ob wir den Kampf so schlagen sollen. Ich glaube, ich ziehe mich zurück. Ja, ich ziehe mich zurück. Hier greift er jetzt eine Siedlung von uns an. Garnison war noch nicht auf voller Stärke. Das ist gut. Ja, ist klar. Die schwächste Truppe. So, das machen wir dann aber anders. Sehr schön. Ihr seht hier jetzt auch durch die Fähigkeit der Wiederauferstehung ist die eigentlich ausgelöschte Black Knight-Einheit dann ziemlich stark wieder dabei. Und hier holen wir uns auch die Stadt zurück. So, da machen wir nur Occupy, denn bei der geringen Summe hätte sich das nicht gelohnt. Wir bauen sie aber direkt aus und gehen auch hier auf den Rohstoff. Das bringt Einkommen und produziert Handelsgut. Und jetzt kann der Kollege mal Hallo sagen und kann auch direkt noch Erfahrung sammeln. Da nehmen wir das Geld sozusagen. So, jetzt können wir Einheiten tauschen. Ich wollte ihm ja die guten geben. Und dafür kann er da die Grave Guards überstellen. Gerade am Überlegen, wir sind da oben eh schon sehr infanterielastig. Ob wir nicht die auch runterziehen. Dann hätten wir jetzt hier 5 Infanterieeinheiten, 2 fliegende Monster und hier noch 4-mal Monster-Infanterie, eigentlich 5-mal, wenn man so will. Dann können wir den Rest nämlich mit Kavallerie auffüllen.
Ja, vielleicht einmal Kavallerie noch irgendwas Besonderes. Aber erstmal Skillen war. Das ist sehr gut. Waffenstärke wird erhöht. Das ist auch cool. Und dann sorgen wir mal für, dass die Armee auch ein bisschen günstiger wird. Sehr schön. Und er kann das Monster noch überstellen. Er sollte ja eh darunter. So, jetzt braucht er eigentlich nur noch eine Kavallerieeinheit. Dann haben wir hier auch vier Kavallerieeinheiten drin. Dann ist das eine ziemlich coole Armee. Ich würde sagen, wir gehen auf die X-Raids. Ja, gefällt mir. Er muss dann auch noch gestärkt werden. Wobei das ja eigentlich auch als Garnisonsarmee gedacht war. Dafür ist es jetzt schon recht gut. Fassen die mal zusammen. Und die auch. Damit haben wir 9 Infanterieeinheiten. Das reicht eigentlich auch. Das wird schon mal gut. An der Front haben wir alles geklärt. Und jetzt kümmern wir uns mal um die ganze Beute, die wir im Laufe der Zeit gemacht haben. Können wir bestimmt wieder einiges fusen. Ja, können wir. Das sollte man eigentlich grundsätzlich machen, weil die höherwertigen Sachen halt einfach mehr bringen. Die kann man doch auch fusen. Mal gucken, was wir Blaues kriegen. Oh, nicht schlecht. Sehr schön. Gefolgsleute, ein Banner. Ja, ein Banner kann man auch immer gebrauchen. Ein Grave Digger ist natürlich auch super. Dig Dig Digger Man, falls sich jemand noch an das Lied erinnert. Ja. Schatzsucher ist auch gut. Okay. Ist er schon mal ein bisschen gepusht? Wir brauchen definitiv Einnahmen, deswegen gehen wir hier auf das Wirtschaftsgebäude. Habe ja schon mehrfach gesagt, ich baue die ungern in Hauptsiedlungen, aber da führt leider kein Weg dran vorbei. Und hier brauchen wir definitiv Verstärkung. Was ist das für eine Armee? Das ist eine neutrale Armee. Greenscreen, Greenskins, also Grünhäute. Orkoletten sozusagen. So, wir müssen das ein bisschen anders angehen. Wir müssen Blatt erstmal auf volle Stärke bringen. Es fehlt auch eine Einheit.
Wir gönnen ihm nächste Runde die Claw of Nagash. Und hier gucken wir mal, ob wir die Zwergenarmee kriegen. Wir hauen ab. Da werden wir hinterher gehen. Und jetzt holen wir die uns. Denn wir müssen die Zwergenarmee plätten. Vielleicht holen wir uns auch direkt die Zwergensiedlung, bevor wir zurück können, um uns die zwei dicken Zwergenarmeen zu schnappen, die unsere Siedlung gerade gecached haben. In der Zeit kann sich Vlad auch erholen und ist dann wieder auf voller Stärke. Und dann hätten wir zwei Armeen von uns gegen zwei Armeen von ihm. Und dann wird das auch eine, ja, eine gute Nummer werden. Frage mich, ob wir ihn kommen lassen sollen oder sollen wir vorstürmen? Also Punkt ist auf jeden Fall, wir müssen damit arbeiten, dass wir ihm in die Flanke und in den Rücken fallen, um ihn entsprechend zu schwächen. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Habe, um ehrlich zu sein, jetzt auch nicht so drauf geachtet, was der Vogel hier so an Distanzeinheiten hat. So, wir fangen schon mal an mit der Positionierung. Und dann werden wir auch gleich mal anfangen mit Magie. Na, haut er rechtzeitig ab? Nein, tut er nicht. Haben wir noch irgendeinen schönen Kampfzauber? Was kann er denn? Schwächt den zumindest. Aber der Vortex war definitiv besser. Den sollte ich vielleicht mal so platzieren, dass die Chance besteht, dass da mehr Einheiten von betroffen werden. Sehr gut.
Hier wird sich jetzt schon fröhlich geledert. Wir verteilen hier mal die Regeneration. Und mit der Magie werden wir anfangen, schon mal den feindlichen General ein bisschen zu schwächen. Und hier könnten wir eigentlich hergehen und könnten die Atemwaffe und den Feuerball, ja. Weil sicherer ist es da. Sehr schön. Ah, das ist gut. So, dann gehen wir mal in den Nahkampfangriff mit dem feindlichen General. Und hier können wir uns jetzt. Oh, die ziehen sich auch schon zurück. Gut. Dann greifen wir hier feindliche Einheiten im Rücken an. Die lassen wir auch mal direkt in den Nahkampf gehen, wenn sie keine Magie mehr hat. Ja, läuft mega. Ich will ihn nicht entkommen lassen. Also hetzen wir mal unsere Flugeinheiten drauf. So, und hier das altbekannte Spiel. Wir greifen uns die Flüchtenden, so gut es geht. Ne, dann über die. So, der feindliche General ist down. Ja, hervorragend. Und da sieht man ganz gut, wenn man das jetzt der KI überlassen hätte, wäre das ein knapper Sieg geworden. Das heißt, die eigenen Verluste wären deutlich höher gewesen. Und selbst gespielt waren die Verluste eigentlich echt überschaubar. Gerade mal 71 Mann, also nichts Wildes. Und das, obwohl der Gegner zahlenmäßig überlegen war. Also von daher lohnt es sich schon ganz oft selber zu spielen. Jetzt in dem Playthrough ist es nur so, ich spiele halt immer nur einen Teil der Matches, denn wenn ich jedes Match spielen würde, dann würden wir kaum vorankommen. Denn dann würde der Großteil der Zeit halt für die Schlachten draufgehen und dann haben wir hier keinen Progress. Also das wäre halt nicht so super. Ich nehme hier in dem Fall die Truppenverstärkung, weil damit sind unsere Verluste dann komplett ausgeglichen. Wir könnten zwar die Kohle gebrauchen, aber wir müssen eine einsatzfähige Armee haben. Und deswegen ist das halt erstmal wichtiger. Wir gehen, ja, wir skillen und dann greifen wir direkt die Siedlung an.
Worauf gehen wir denn als nächstes, ist die kolossale Frage. Ich würde sagen, wir pushen die Einheiten. Ja, genau so machen wir das. Und wir müssen dann halt auch mal zusehen, dass wir bei unserem Blood Knight oder Blood Dragon Generälen besser gesagt, dass wir da auch stärker auf Blood Knight Einheiten gehen. Sehr gut. Jetzt gucken wir mal, kommen wir da direkt hin? Das wäre natürlich super. Na, kommen wir nicht. Aber nächste Runde. Er kann sich währenddessen erholen, das ist auch gut. Und eventuell reicht es jetzt für die Claw of Nagash. Gutes. Damit ist die Armee auch vollständig. Das läuft quasi genauso, wie es laufen soll. Und mit denen gehen wir gleich hier in den Hinterhalt. Die muss weiter ausgebaut werden. Und mit der will ich dann hier hinten hin, auf Karawanenjagd. Und die werden wir auch ausbauen. So der Plan. Und wir gucken jetzt erstmal, was der Gegner zu bieten hat und wie es dann weitergeht. Joa, die Tiermenschen wollen Bambule. Naja, sollen sie kommen. Gibt's aufs Maul. So sieht's doch aus. Wir werden belagert. Wir werden aber nicht warten, bis die uns angreifen. Wir starten einen Gegenangriff. Da kommt zweimal Verstärkung. Naja, zeitlich müsste das aber drin sein. Das machen wir. Den Spaß gönnen wir uns. Wir werden jetzt also die belagernden Armeen mal ein bisschen auslöschen. Mutmaßlich wird er mit seiner Armee auf die Verstärkung warten. Das heißt, das ist dann ein ganz klarer Fall von, hier sollten wir dann nach Möglichkeit so, wir gruppieren die erstmal. Das ist unsere Garnisonstruppe. Deswegen ist sie so runtergerockt. Also wir müssen auf jeden Fall rangehen. Das hilft alles nichts. Denn wenn wir warten, vereinigen sich einfach nur die drei Armeen. Dann wird es schwieriger. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir haben zwei Flatterjups. Unser General ist auf dem Gockel, also auf dem Drachen.
Und die Vampirin ist auch auf dem Flugtier. Ja, dann machen wir das so. Gehen wir jetzt erstmal ran. So, dann gucken wir erstmal, was wir magiemäßig hier Schönes machen können. Aufgeregter Hühnerhaufen. Wir haben auch schon mal ein bisschen geschreddert, das ist gut. Machen wir erstmal direkt einen Atemangriff auf die Night Goblins. Dann hauen wir da noch ein bisschen magischen Angriff drauf. Und dann binden wir das ganze Gezumpel mal ein bisschen mit einer Billigeinheit Untoter. Und jetzt kommt hier wieder die Sense. Sehr schön. Wir werden auch direkt angegriffen. Und hier geht es jetzt auch in den Kampf. Da greifen wir uns direkt erstmal die Belagerungseinheiten. So, das ist schon mal gut. Wir können den nächsten Angriff raushauen. Und wir können die nächsten Untoten beschwören. Wir ärgern ihn noch ein bisschen, indem wir unsere Billig-Untoten da ein bisschen pushen. Und dann natürlich noch ein bisschen die Sense draufhacken. Ah, fuck. Zu früh geklickt. Ich wollte die Sense noch drehen. Jetzt schreddert sie durch die eigenen Einheiten. Das war so nicht gedacht. So, unsere Kavallerie hat da oben das gemacht, was sie sollte. Man kann jetzt der Verstärkungsarmee entsprechend in den Rücken fallen. Da mal mit voller Wucht in die Flanke. Hier werden wir jetzt vampirische Regeneration auf unsere Wahrgeist hauen. Und wir werden noch eine Blockereinheit dazwischen packen.
So. Es läuft so, wie es soll. Wo ist Vampir-Erna? Da ist Vampir-Erna. Und jetzt werden wir sie benutzen, um hier noch mal ein bisschen zu sensen. Gehen dann mal rasch die Kavallerie raus. Na, das war jetzt timingmäßig nicht so super. Da verstärken wir auf. Ah, ne, wir holen uns die Bogenschützen. Das ist viel, viel, viel besser. So, an der Flanke läuft's. Hier unterstützen wir auf jeden Fall mal. Boah, wir haben gewonnen. Belagerung erfolgreich aufgelöst. Kann man machen. Unsere Verluste sind mal wieder sehr überschaubar. Und dafür hat der Gegner doch deutlich mehr geblutet. Genau so muss das laufen. Ja. Gibt auch noch ganz nett Beute und Erfahrung, das ist okay. Wir nehmen die Einheitenverstärkung, weil damit ist die Armee fast wieder auf voller Stärke. Und dann gucken wir mal, ob wir raus können, um eine Armee zu verfolgen und komplett aufzureiben. Aber erstmal skillen wir. Was hätten wir? Ja, klar, Bewegungsreichweite, logisch. Ja, auch nicht schlecht. Aber wir müssen ein bisschen splitten. So. Sehr gut, Forschung ist auch abgeschlossen. So muss das. Unsere Armee, wie gesagt, fast voller Stärke. Und wir holen uns direkt diesen Vogel. Ja, zusammengeschlagen bis zum geht nicht mehr. Wird das schön decisive. Und wir nehmen wieder Einheitenverstärkung. Denn wir haben gerade einen Lauf. Dann skillen wir und dann gucken wir, ob wir die andere Armee noch kriegen. Sehr, sehr gut. Gefällt mir. Okay. Perfekt. Der nächste Decisive. Damit haben wir drei seiner Armeen ausgelöscht. Wir nehmen wieder Einheitenverstärkung. Auch wenn es nicht viel bringt. Und werden dann tatsächlich auf Hinterhalt gehen und hier vorne warten. Sollte er uns angreifen, wäre es für uns super, weil er dann in den Hinterhalt läuft und wir ihn easy auslöschen können. Wenn nicht, werden wir ihn trotzdem plätten. Wir regenerieren uns und werden dann die Siedlung samt der Armee angreifen und ja, die Armee vernichten, Siedlung erobern. Das ist der Plan. Das ist an der Front schon mal richtig gut.
Wir müssen jetzt, wie gesagt, auch in Richtung Finanzen denken. Und ja, bevor wir jetzt die Wachstumsgebäude bauen, schauen wir, wo wir Finanzgebäude bauen können. Da ist eine kleine feindliche Armee, sehe ich gerade. Den skillen wir noch schnell und dann packen wir die Armee in den Hinterhalt. Auch nicht schlecht, aber wir gehen erstmal auf die Zauber. So, jetzt gehen wir auf Hinterhalt. Und packen die mal hier rein. Dauert, bis sie da ankommen. Ja, er bräuchte eigentlich auch Verstärkung. Ja, der Unterschied ist schon massiv. Vor allem, wenn man sich den Nahkampfangriff anguckt, 39 zu 28. Der 39 ist auch noch magisch. Und wenn man sich dann halt auch die Rüstung anguckt, 97 zu 125. Das können wir aber auch gebrauchen. Das ist auch wichtig. Ja, und wir brauchen hier auch starke Nahkampfeinheiten. Also spendieren wir denen mal eine Einheit Drakenhof Guards und eine Doom Legion. Haben wir neun Infanterieeinheiten, vier Kavallerie, also vier Bogenschützeneinheiten, eine Kavallerie. Der Gedanke wäre dann noch so zwei oder drei Kavallerieeinheiten und noch eine Flugeinheit da reinzupacken. Und eigentlich bräuchten wir auch noch einen Helden. Also vielleicht nur eine Kavallerieeinheit, weil das sollte ja eigentlich so eine Garnisons- und Karawanenüberfallarmee sein. Muss jetzt nicht so mega stark sein. Kann man nachher immer noch aufrüsten. So, wie geht's denn unserem guten Vlad? Der ist wieder auf fast voller Stärke. Das ist doch der Moment, wo wir mal hier rausgehen. Auf Hinterhaltstellung. Und uns dann zum Beispiel nächste Runde diese Siedlung hier schnappen. Er wird wahrscheinlich vorwitzig sein und wird hier angreifen, wo ich natürlich jetzt keine Armee habe. Das einzig Gute ist, die Zwergensiedlungen habe ich alle noch nicht ausgebaut. Das ist sehr cool. Das bedeutet Regenerationsfähigkeiten für Gruftghule und Grufthorrors. Damit werden die in den Kämpfen natürlich definitiv zahlen, weil sie länger durchhalten. Aber jetzt gucken wir erstmal, wo wir noch Skillpoints zu verteilen haben. Geht ja so nicht. Boah. Da wollten wir auf Nahkampf gehen. Das haben wir gemacht. Und jetzt gucken wir mal. Ach, Close Victory. Nehmen wir mit. Da warten wir noch gar nicht. Zeit ist Geld. Und wir brauchen die Knete.
Ja, das ist zu erwarten gewesen. Wobei die erstaunlich hohe Verluste hatten, die Zwerge. Er will jetzt wahrscheinlich Frieden schließen. Ich sehe aber gerade, er hat eine Siedlung bei uns. Das werden wir ablehnen. Und dann werden wir. Ach nee, das ist die Hauptsiedlung im Elfenbereich. Na egal, wir lehnen es trotzdem ab, weil ich will diese kleine Armee plätten. Die stellen wir hier in Hinterhaltposition. Da kriegen sie noch Unterstützung durch die. Ja, fast. So, jetzt müssten sie ja, jetzt kriegen sie Unterstützung durch die Stadtgarnison. Und ihn packen wir auch in Hinterhalt. Aber erst, wenn wir hier vampirische Korruption haben, weil im Moment würden wir leiden außerhalb der Siedlung. Ja, und da können wir mal gucken, ob wir an die. Fuck, mit denen habe ich gar keinen Krieg. Jetzt doof. Ja, das ist auch gut. Sollte ich bauen. Feindliche Armeen haben dann 15% weniger Bewegungsreichweite. Das ist schon ein gutes Argument. Und Garnison gibt es auch noch. Hier marschieren wir direkt zurück, weil wir brauchen die Kampfkraft. Da sind wir fast durch. Jetzt. Sehr gut. Magiemäßig ist sie volle Kanne da. Also geht's weiter mit Nahkampf. Jo. Und bei ihm, jobbedingt, geht ja eh nur Nahkampf. So, gute Sache. Wir marschieren. Das ist eine schwache Armee. Sollte aber gehen. Ja, wir warten nicht, weil wir haben, wie gesagt, keine Zeit. Ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung, dass seine Armeen zurückkommen und sich mehr stellen. Wobei, ich glaube nicht so ganz dran. Werden wir aber gleich sehen. Okay. Erstmal wieder weiter skillen. Bewegung ist Trumpf. Ja, dann können wir jetzt auf die Skills gehen. Okay, soweit läuft das hier gut. Und hier ist die Frage, sind wir in der Lage? Ja, wir belagern jetzt erstmal. So, passt das für mich schon mal? Aber wir können die Festung weiter ausbauen. Das ist schon mal gut. Da wird sie schon mal deutlich überlebensfähiger. Hier müssen wir nächste Runde noch rekrutieren, bevor wir dann Richtung Hauptstadt ziehen. Ja, und hier reparieren wir natürlich noch. Einkommenssteigerung haben wir durch die neuen Real Estates jetzt auf jeden Fall schon mal. Das ist schon mal cool. Und wenn wir die dann
soweit alle repariert haben, beziehungsweise Wirtschaftsgebäude gebaut haben, steigt das natürlich nochmal. Sehr schön. Das als letzten Akt in dieser Folge werden wir jetzt per Auto-Resolve diese Schlacht gewinnen. Ganz gut Kohle einstreichen, das Ganze noch ausplündern und besetzen. Perfekt. Das heißt, wir haben nächste Runde so um die 6.000 bis 7.000 Kopeken, die wir dann gewinnbringend einsetzen können. Na, schon mal schön. Ja, ich würde sagen, das fällt definitiv unter erfolgreiche Runde. Den packen wir dann schon mal direkt dahinter. Und hier werden wir tatsächlich mit einer Armee rüberziehen müssen. Aber das machen wir nächste Runde. Ich bedanke mich schon mal sehr dafür, dass ihr wieder dabei wart und zugeschaut habt. Hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch wie immer gerne ein Like da. Ein Kommentar würde mich auch sehr freuen. Ich antworte immer sehr schnell und zeitnah. Und natürlich ein Abo, ganz wichtig, weil das den Kanal nach vorne bringt. Ich sag mal bis denne und bis zum nächsten Mal.